an, losschießen. Dem Sie und Segen, Herr Gerne. Rabbiner Sticker. Wunderbar. Ich habe auch gesehen, als ich mich eingeloggt habe, der Schiur ist offiziell nur 43 Stunden. Also eigentlich müssten wir dann schon um circa Viertel nach, 20 nach 10, müssten wir eigentlich dann schon das Bettwind völlig verabreichen. Mal schauen, ob wir das heute ausnahmsweise schaffen. Okay, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein wirklich schöner Abend heute. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, es wäre nicht richtig, den heutigen Schiur zu beginnen, ohne zu erwähnen, dass das jüdische Volk auf der ganzen Welt und ganz besonders hier in Israel über das Ableben von einem von seinen großen Helden und von seinen großen Liedern trauert. Ich möchte dabei absehen von all diesen Nebenerscheinungen, die sich während der letzten 8 Jahren so während den letzten 8 Jahren, Entschuldigung, dass ich gelacht habe, ich habe eine Checkbemerkung gesehen, die mich belustigt hat. Ich möchte die Nebenerscheinungen der letzten 8 Jahre, die sich während der letzten 8 Jahre so ergeben haben, ich möchte die alle ignorieren. Ebenso möchte ich nicht allzu sehr darauf eingehen, dass natürlich Arik Scharon eine umstrittene Person war, sowohl als er sich am rechten Flügel der politischen Karte befunden hat, als auch als er sich auf dem linken Flügel der politischen Flanke befunden hat. Natürlich war er umstritten, natürlich war er sogar international umstritten, besonders als es um die Affäre ging von Sabra und Shatila, die wir natürlich nicht vergessen haben. Aber gerade deshalb, weil er zwar umstritten war, von da und von dort und von dort und von da und von Übersee, war er eigentlich auch von allen Seiten geliebt. Und heute, wo wir alle dabei sind, hier in Israel ihm die letzte Ehre zu erweisen, ist es natürlich richtig und so ist es auch Brauch, dass man sich eben der positiven Seite erinnert. Und gerade wir hier in unserer Gruppe, in der wir regelmäßig uns beschäftigen mit der Thematik vom König in Israel und wo ich immer wieder betone, dass wir hier nicht irgendein historisches Material miteinander ausgraben und analysieren, sondern wir lernen Schriften, wie es durch unsere Weisen geboten wurde, für weitere Generationen weitergegeben werden, weil diese prophetischen Schriften eine Relevanz haben für alle Generationen und somit auch für die heutige Generation. Und bestimmt ganz besonders für die heutige, jetzige Generation, in der wir uns Gott sei Dank, dank Gottes Gnaden wieder mit Fragen der Führung des Leaderships des jüdischen Volkes durch Liedergestalten jüdischer Abstammung, welchen es am Herzen liegt, mehr oder weniger. Aber wir können das nicht genauer messen, aber bestimmt in einem nicht kleinen Maß, alles denklich Mögliche fürs jüdische Volk zu tun, unter Aufopferung ihrer eigenen Interessen, ganz bestimmt
können wir so einen Shiur nicht eröffnen, ohne Arik Sharon zu erwähnen. Ich möchte gar nicht erst Ihnen, aber es ist doch erwähnenswert, dass dass Arik den Zusatznamen hatte, Arik Melech Israel. So hat man ihn genannt und man hat ihn auch in dieser Melodie, wie wir das Lied kennen, David Melech Israel, so hat man ihn bejubelt mit Arik Melech Israel, dort wo er von seinen Anhängern, und er hatte viele solche und hat auch heute noch viele, viele solche, wurde ganz bestimmt so begrüßt. Und ich möchte abschließend nochmal sagen, es geht nicht an, jetzt eine Abrechnung zu machen mit seinen politischen Fehlern in den Augen der einen oder anderen, sondern es geht darum, festzustellen, dass wir, die Generation nach dem Holocaust, in dem zu den schlimmsten Zeiten pro Tag über 20.000 Juden in Auschwitz verbrannt wurden, dass wir das Privileg haben, morgen unser elftes Staatsoberhaupt seit Staatsgründung vor 65 Jahren zu Grabe zu tragen und einen Mann, den wir bewundert haben für seine unheimliche Führungsqualitäten. Hier in Israel sagt man, von Arik Sharon kann man wirklich lernen, was ein Manhig ist. Ein Manhig vom Wort Nun Hei Gimel, Wurzel Nun Hei Gimel, Lehanhig, also das Anführen. Er hat schicksalsschwere Entscheidungen getroffen, die nur wenige Menschen auf dieser Erdkugel fähig sind zu treffen. Und er hat sie ganz bestimmt getroffen mit sehr positiver Absicht, auch wenn gewisse Leute ihm da andere Interessen unterlegen wollen. Das ist uns jetzt im Moment egal. Wir sprechen von den großen Zügen der Geschichte. Wir sprechen von seiner Rettungsaktion, die er angeführt hat im Yom Kippur-Krieg. Und wir sprechen davon, dass er subjektiv immer das gemacht hat, was seiner Meinung nach zum Guten vom Volk war und zu seiner Sicherheit. Also, Rabotai, ich glaube, wir dürfen diesen Shiur sogar zu seinem Seelenwohl widmen. Ich hoffe, dass das niemanden von Ihnen stört. Ich glaube, dass auch das Thema, über das wir heute sprechen werden, auch hier ein König in Israel, eine Führungsgestalt, Shaul, der vieles richtig macht, aber nicht alles, wie wir gleich sehen werden, im heutigen Kapitel. Ein faszinierendes Kapitel. Ich hätte gern zwei gelernt, und ich habe auch bei meiner Ankündigung eigentlich schon das Kapitel von nächster Woche einbezogen. Aber es ist nicht möglich, heute in dem gegebenen Zeitraum mehr als dieses eine Kapitel zu machen. Ich bekomme hier von Ihnen eine Reaktion. Ja, also ich werde hier bestärkt, zumindest von einem Mitglied von unserem Shiur. Ich danke für diese bestärkenden Worte. Und ich gehe davon aus, dass die sich hier der Stimme enthalten, auf jeden Fall nichts dagegen hatten, dass ich die ersten Minuten vom Shiur Arik Sharon gewidmet habe und auch vom weiteren Shiur. Am Israel Chai. Gut, Rabotai, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben letzte Woche miterlebt, wie Shaul ein drittes Mal in einer dritten, wenn man so will, Runde nun endgültig zum König Israel erkoren ist. Und wir erleben nun in unserem Kapitel 13, wie Shaul sich zum ersten Mal mit dem Erzfeind, vielleicht ist Erzfeind ein bisschen doch, aber schon der Feind, der eigentlich dem Volk
das Bedürfnis hat wachsen lassen, einen König, das Bedürfnis nach einem König wachsen lassen, nämlich die Plishtim. Plishtim, das Wort Plishtim kommt vom Wort Pelam, also von der Wurzel Pelam et Shin, Polesh. Polesh heißt eigentlich Eindringen. Die Plishtim sind Eindringlinge. Sie kamen irgendwo vom Westen, sind gelandet irgendwann an der Westküste Israels, West-Südküste, und haben sich allmählich ausgebreitet und haben eigentlich unser Volk immer wieder bedroht. Und wir haben schon vor ein paar Kapiteln erlebt, wie Schmuel, der nun die Führung endgültig, im letzten Kapitel endgültig Shaul übergeben hat und sich eigentlich, kann man sagen, öffentlich verabschiedet hat vom jüdischen Volk, auch nochmal seine gute, gesunde Abrechnung gemacht hat. Aber Schmuel hat schon einen Krieg geführt gegen die Plishtim, der sehr erfolgreich war. Er war erfolgreich, aber die Plishtim haben sich aufgefangen und die Plishtim haben nicht aufgegeben und sie machen uns weiter das Leben sauer. Wie sauer, werden wir bald sehen im Verlauf von diesem Kapitel. Dieses Kapitel würde ich jetzt gerne in Angriff nehmen und wir versuchen mal wirklich, es ist kein langes Kapitel, wenn ich es richtig im Kopf habe, 22 zu Kim, aber vielleicht habe ich falsch gezählt, ich werde es gleich nachprüfen, ich habe ja auch ein Buch in der Hand. Ich hoffe, Sie haben auch ein Buch in der Hand. Und wir wollen mal schauen, das Kapitel 13 hat also genau 22 zu Kim, oder scheinbar habe ich das schon mal gesehen. Okay, dann wollen wir mal anfangen mit dem ersten Pasuk. Der erste Pasuk lautet also Ben Shana Shaul Bemolcho Ushteshanim Malachal Israel. Na gut, nicht dass Shaul jetzt ein Jahr alt ist, natürlich ist er nicht ein Jahr alt. Gemeint ist, er ist ein Jahr im Amt. Ja, aber dieses eine Jahr überlappt schon zwei Jahre, weil man bei uns die Jahre des Königs ja ab Nissan zählt. Nissan ist Rosh Hashanah Lamelachim Lemalchei Israel. Folglich, wenn jemand König ist, ein paar Monate vor Nissan und dann ist er nach Nissan, schon im zweiten Königsjahr. Und so muss man diesen Pasuk verstehen. Vayivchar lo Shaul, Shloshet alafim mi Israel, Vayihiyu aim Shaul alpaim bemichmas, Uvehar bet el, Veelef hayu im Yonatan, Begivat Binyamin, Veyeter haam, Shilach ish leohalav. Nun gut, was wir hier sehen ist, dass Shaul für seine militärischen Absichten eine Elitegruppe gebildet hat, eine Eliteeinheit, eine Kommandoeinheit von 3000 Kämpfern, die Besten von den Besten, von denen 2000 mit Shaul waren, an einem Versammlungsort und weitere 1000 mit Shauls Sohn. Das ist auch die Gelegenheit, Ihnen folgende Quelle zu zeigen. Sorry. Jawohl. Und zwar wollte ich da eine Quelle zeigen, die ich jetzt einfach nicht sehe. Mal schauen, warum die plötzlich nicht sichtbar ist. Dann machen wir das eben anders. Moment. Sorry. Nicht versagen. Und zwar die Quelle Nummer 4 hier. Pardon. Also schauen Sie hier unten. Diesen Pasuk, den ich Ihnen hier zitiere, ist ein Pasuk aus einem sehr, sehr traurigen Lied, die sogenannte Kinat David. Das ist das Klagelied von David. David im ersten Kapitel, wie Sie oben sehen können, im ersten Kapitel des zweiten Buches Schmuel, wird David leider ein Klagelied singen müssen oder klagen müssen über Shaul und Jonathan, die beide im Krieg fallen werden. Ende Schmuel Aleph. Hiermit habe ich das Nicht-Happy End vom Schmuel Aleph schon vorweggenommen. Ist auch kein Geheimnis. Wir wissen doch schon alles. Für uns nur eine Wiederholung. Und dort sagt sagt David die wunderschönen Worte: Shaul wie Jonathan. Hane Ehavim ve Hane Aimim Chayehem.
was zu Deutsch so viel heißt wie Shaul und Jonathan, als Vater und Sohn, Hane'ehavim, welche sich lieben, Vehane'aimim, und die angenehmen sind, die sich vielleicht angenehm sind gegenseitig, Vehayehem. Also es hat hier Ahava, Liebe, und Noam, Ne'imut, Angenehmheit. Hört sich nicht so richtig deutsch an, aber vielleicht haben sie eine bessere Übersetzung. Und diese fantastische Verbindung von Vater und Sohn ist derart stark. Uwe Motan, Lonifradu. Auch in ihrem Tod trennen sie sich nicht. Okay, begnügen wir uns damit und kommen wir zu uns. Dieser Text also übrigens ist auch aufgenommen in Sidur. Sie kennen vielleicht den Abschnitt am Shabbat bei Musaf. Vor Musaf sagen wir ein Ashrei und vor dem Ashrei wird je nach Brauch der Gemeinden jeden Shabbat oder bei bestimmten Shabbatot oder bei den Ashkenazim nur zweimal im Jahr wird ein Abschnitt gesagt, der beginnt mit Av HaRachamim, ja, Shochen Bamomim, und dort, das ist eigentlich ein Disco für die Gemeinden, welche bei den Jahrhundert der Kreuzzüge, welche dort Märtyrer dort gestorben sind. Und dort wird auch dieser Pasuk zitiert. Nicht Shaul be Jonathan, aber es wird zitiert, Hane Ehamim be Hane Emin be Ayahem uf Mosam be Nisadu, genau diese Worte und auch die Fortsetzung des Pasuk. Also kommen wir zurück zum Text, nicht aber bevor ich mich kurz nochmals hier konzentriere auf ein paar Inputs, die ich bekommen habe in Bezug auf schön, ein gutes Feedback zu meinen Worten zu schauen. Ich danke. Und nun, okay, ich wiederhole den Satz Bet noch einmal. Oder zumindest ein paar Worte möchte ich herausstreichen. Vayivchar. Sie sehen dieses Wort Vayivchar hier ganz am Anfang. Vayivchar ist ein Wort, das sehr wichtig ist. Es hat nämlich die Wurzel Beit Chavresh. Und Beit Chavresh kennen wir auch im Wort Bachur. Bachur, eigentlich ein Junge. Aber es ist ein Junge im Sinne, wenn man sagt Bachur, meint man eine ausgewählte Persönlichkeit. Bachur ist schon allgemein ein Junge. Aber im besten Alter, wenn man so will, im ausgewählten Alter. Und wenn wir die Bracha machen auf die Torah, dann sagen wir Asher Bachar Banu Mikul Ha'amim. Der uns also aufgelegt hat aus allen Völkern. Deshalb die Tora. Gut, wie gesagt, Shaul und Jonathan wirken gemeinsam in ihrer Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit den Plishtim, der Rest des Volkes, Yeter Ha'am, Shilach Ish Le Ohalav, die wurden alle nach Hause geschickt. Und nun, ein Provokationsakt Jonathans, im dritten Pasuk, Vayach, Jonathan et Neziv Plishtim, Asher Begeva, Vayishme'u Plishtim, Beshaul, Taka, Vashofar, Bechol Haaretz, Lemor, Vishme'u Ha'ivrim. Nun, Jonathan schlägt einen Neziv Plishtim, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen auf Deutsch übersetzt ist, Sie können mir das gerne mitteilen. Auf jeden Fall hatte es mehrere solche Netzivim. Netzivim kommt ja vom Wort Yatziv. Yatziv ist etwas Stabiles, etwas, das steht, das stramm steht. Wir kennen auch die Parasha in der Torah am Ende vom Sefer Devarim. Nitzavim ist genau dasselbe Wort. Dort heißt es, Moshe sagt zum jüdischen Volk, Ve'atem Nitzavim, ihr steht gerade. Ja? Und im heutigen modernen Hebräisch, wenn man von jemandem sagen will, er sei stabil, dann ist er ein Yatziv. Yatziv haben wir auch übrigens in der Tfila, kommen jetzt in den Emet wie Yatziv, sagen wir jeden Morgen nach der Tfilat Shema Emet,
Yatziv, es ist wahr und es ist stabil. Es ist eine stabile Wahrheit. Okay? Etwas, das hält. Also, so eine Netziv Plishtim, das sind solche, ich weiß nicht, wie man dem auf Deutsch sagen soll, Netziv Plishtim, das sind so solche Plishtim, die eben aufgestellt sind, um quasi uns immer wieder daran zu erinnern, dass sie die Herren sind im Land und so eine Garde, so ähnlich, aber nicht eine Ehrengarde, eine protzige Militärgarde. Und da hat er also eine gehabt in Geva, das war scheinbar ein ziemlich zentraler Ort, auf jeden Fall ist das auch der Ort, wo Shaul und Jonathan im Prinzip wohnen. Und dort hat Jonathan zugeschlagen und die Plishtim haben das natürlich vernommen und sofort musste Shaul dann quasi ins Horn jagen, um alle Ivrim zu alarmieren, dass es jetzt ernst wird. Und so heißt es dann im vierten Pasuk, Vachol Israel Shamea'u Lemor, die Shmua, das Gerücht oder die Nachricht ging sofort herum in Israel. Hika Shaul et Netziv Plishtim begam Nivash Israel ba Plishtim ba Yitzaku ba Yitzaku ha'am achre Shaul ha-Gilgal. Okay? Begam Nivash Israel ba Plishtim, dieser Ausdruck Nivash erinnert uns an eine Gegebenheit mit Moshe. Moshe, als Moshe und Aaron am Ende der Parshat Shmot zum ersten Mal bei Paro auftreten, ist die Reaktion von Paro sehr unangenehm und er erschwert das Joch über das jüdische Volk. Und dann kommen die jüdischen, sozusagen, wenn man so will, der Judenrat kommt zu Moshe und Aaron und sagen, diese Aschte mit Rechenu bei Einei Mitzrayim, ihr habt uns quasi mies gemacht in den Augen von den Mitzrayim. Und genau das Wort steht hier, Nivash, also die Plishtim, die haben nun, wir sehen mies aus bei den Plishtim und deshalb wird es nun notwendig, dass wir uns organisieren zu einem Kampf. Okay. Nun, dieses Wort Vayitza'aku muss ich noch betonen. Vayitza'aku ha'am, nicht falsch interpretieren. Die unter Ihnen, die Ivrit verstehen, könnten fälschlicherweise das übersetzen mit Vayitza'aku ha'am. Das Volk schrie. Ganz ähnlich, wie wir es in der Parsha gehabt haben, letzten Shabbat, Parshat Beshalach, als die Bnei Israel sich zwischen dem Yam und den Mitzrim befunden haben. Aber falsch. Vayitza'aku heißt nicht, das Volk hat geschrien. Das hat es nämlich gerade nicht. Vayitza'aku ist hier keine aktive Form vom Wort Litz'ok, sondern eine passive Form. Der Infinitiv von Vayitza'aku lautet Lehitza'ek, nicht Litz'ok. Wenn es Litz'ok wäre, würde es heißen Vayitza'aku. Dann hätte es dort keinen Patach unter dem Ein. Vayitza'aku. Oder es hätte ein Kamatz unter dem Zadi. Es hätte bestimmt kein Dagesh in den Zadi drin. Vayitza'aku heißt, sie wurden zusammengerufen. Sie wurden zusammengeschrien. Der Passiv. Das ganze Volk wurde zusammengeschrien. Wurde also mobilisiert. Und zwar wohin? Nach Gilgal. Natürlich, wir sind immer noch im Gilgal. Wunderbar. Und nun, sehen wir hier, wie das alles sich zusammenzieht, im fünften Satz. Uflishtim ne'esfu, wir haben ja viele passive Formen. Ne'esfu heißt, kommt vom Wort le'esof, wenn es aktiv ist. Le'esof heißt etwas sammeln. Le'he'asef ist die passive Form, die Nifalform. Und da heißt, sie haben sich versammelt. Die Plishtim haben sich versammelt, um was zu tun. Le'hi'lachem, auch eine passive Form. Nun gut, Lehi Lachem an Israel, um mit Israel zu kämpfen, sich anzulegen. Shloshim Elef Rechev, sehen Sie die Zahl an, Shloshim Elef Rechev. Das heißt, 30.000 gepanzerte, also mit Rechev, heißt eigentlich, die hatten alle so Tanks. 30.000 gut ausgerüstete Kämpfer. Veshechet Alafim Parashim, das sind 6.000 Reiter. Und dann wird noch gesagt,
Ve'am kachol, also dazu noch, Fußvolk, ich übersetze frei, Fußvolk wie Sand. Asher als Fatayam, welches man sonst eigentlich nur findet am Ufer des Meeres. Ich lese das Ganze. Ve'am kachol asher als Fatayam larov. So viele, wie man es nur am Strand findet. Vayachanu v'michmash kidmat beit aven. Nicht weit von dort, wo auch Shaul lagerte. Im sechsten Pasuk sehen wir, wie das jüdische Volk auf diese Übermacht reagiert hat, zu dem Zeitpunkt, da es schon einen König hat, auf der eigentlich jetzt gerade im richtigen Moment da ist und auf den sie so gewartet haben, gerade wegen dieser Situation. Der Isch Israel, Ra'u, Kizarlo, Kinigas Ha'am, Vaitchabe'u Ha'am Bame'orot, Uvachavachim, Uvaslaim, Uvatzrichim, Uvaborot. Unglaublich. Reaktion des jüdischen Volkes. Angst, Panik. Man versteckt sich. Man versteckt sich in den Höhlen und in den Felsen und in den Gruben. Das ist ja fürchterlich. Also, und das ist so die allgemeine Reaktion. Und ein Teil flüchtet auf die Ostseite des Jordans, im siebten Pasuk. Wer Ivrim Avru, schauen wir dieses Wortspiel. Wer Ivrim Avru, Wortspiel. Was ist ein Ivri? Ein Hebräer. Aber warum heißt Hebräer Ivri? Vielleicht wissen Sie es schon. Ivri, weil der erste Hebräer war natürlich Abraham. Abraham wurde schon genannt Ivri. Warum? Ki Abraham. Abraham ist auf dieser Seite der Welt und die ganze Welt auf der anderen Seite. Also ein Querschläger ist Abraham. Ivrim, Hebräer heißt eigentlich Querschläger. Alle die Antisemiten, die immer behauptet haben, die Juden seien Querschläger, die haben vollkommen recht. Das ist die Definition von uns. Wir sind Ivrim. Also immer auf der anderen Seite. Das stimmt, wir sind auf der anderen Seite. Senachon. Okay, und das wird hier werden wir tatsächlich in diesem Kapitel Ivrim genannt, das ist interessant, und mit dem Wort Avru geht das schön zusammen. Die Ivrim Avru et Jarden. Die Ivrim haben den Jarden überschritten, Eretz Gad Vegilad. Also, die gingen dann ins Eretz Gad Vegilad, auf der Ostseite des Jardens. Shaul, und dann über Gilgal. Shaul ist aber immer noch an dem Ort, an dem im letzten Kapitel die wunderbare Rede von Schmuel war und in dem letzten Kapitel war ich Shaul endgültig zum König erkoren worden. Vechol ha'am chardu acharav. Das Wort chardu acharav kann man hier natürlich in zwei Arten verstehen. Chared kann tatsächlich zu tun haben mit charada. Charada heißt panische Angst. Sie kennen den Ausdruck aus der, es gibt eine gesellschaftliche Bezeichnung für eine gewisse Gruppe, die sogenannten Ultraorthodoxen werden, oder wird genannt Charedim. Warum heißen sie Charedim? Was hat das zu tun mit Charada und mit Chardu? Weil man sagt, Charedim Lidvar Hashem. Das heißt, sie sind, sie haben große Ehrfurcht vor Gottes Wort. Deshalb nennt man sich Charedim. Ja? Eine Definition, die sie sich sogar selber geben. Ja? Okay, gut. Das ist übrigens sehr willkürlich, weil, also, es hat vielleicht noch andere, die sind auch Charedim mit Barashem, nur sieht man ihnen das nicht so an. Die Definition heute, die man gibt, die Charedim, das geht meist aufgrund von äußerlichen Symbolen. Und Zeichen. Okay, aber lassen wir das. Auf jeden Fall, Charada ist im Prinzip panische Angst. Kommt auch in der Torah vor, Sefer Bereshit, dort im Zusammenhang mit der Bracha, die Jakob Esav weghabt. Und die Reaktion von Jakob, als er das checkt, da steht, er habe eine große Charada gehabt. Aber Charet kann auch heißen, hier im Sinn von sich beeilt. Also es kann auch heißen, Vechol Ha'am Chardu Acharav. Das kann auch heißen, dass das ganze Volk ihm nacheilte, nämlich Shaul,
ist aber bestimmt nicht das ganze Volk gemeint, sondern sind die gemeint, die die Gruppe, die Shaul um sich herum geformt hat. Okay. Und nun kommt es zum Pasuket. Vayochel Shivat Yamim. Lamoed Asher Shmuel. Velo Ba Shmuel Gilgal. Vayafitza Amealaf. In diesem Satz sind so viele wichtige Dinge drin. Ich werde mal versuchen, das kurz zu sagen. Das Wort Vayochel bedeutet warten. Es kann auch heißen beten. In einer anderen Konjugierungsform. Vayechal Moshe. Wird am Tanit gelesen, vorgelesen im Betmetzel. Vayechal Moshe in Parshat Shmot. Moshe hat gebetet. Aber hier Vayochel, Vayochel in der Form, das ist die Paalform, Vayochel Shivat Yamim, es erwartete 7 Tage. So hat es ihm Shmuel geboten. Er solle auf ihn warten. Er hat 7 Tage gewartet. Übrigens auf Ivrit, moderne Zitate, wenn man spricht von Lebenserwartung, dann sagt man Tochelet Chaim. Ja, Tochelet Chaim. Das ist also ein Wort, das wir durchaus auch in der modernen Sprache benutzen. Und okay, ich komme zurück. Ich habe mir nur schnell inzwischen die Bilder angeschaut von den Leuten, die im Schur sind. Und ich sehe, sie wollen gar nicht gern die Kamera anmachen. Die lassen mir das Vergnügen nicht zusehen. Okay, aber das ist okay. Zurück zum Pasuk. Vayochel Shivat Yamin. 7 Tage wartet er. Er wartet. Diese Wartetage, die müssen sehr, sehr gespannt gewesen sein. Wir erinnern uns an die gespannten Tage vor dem 6-Tage-Krieg. Das jüdische Volk war in einer fürchterlichen Spannung. Man hat Gruben für Massengräber gegraben. Man hat sich vorbereitet, man hat die Fenster verfinstert. Man hat auf der ganzen Welt Tehillim gesagt. Wir auch. Man hatte Angst und man hat angstvoll und gespannt gewartet auf das Signal für den Ausbruch von dieser Auseinandersetzung, die sehr entscheidend war. Aber Shaul wartet auf Shmuel. Er weiß, Shmuel hat ihm befohlen, er müsse auf ihn warten, um Shmuel die Opfer darbringen zu lassen, die notwendig sind, bevor der Krieg losgehen darf. Also, Vayochel Shivat Yamin la Moed Asher Shmuel. Moed kann heißen Zeitpunkt des Treffens. Und übrigens, das ist eigentlich die einzige Übersetzung, die man hier geben kann. Er wartet auf den Zeitpunkt des Treffens mit Shmuel. Aber das Wort Moed kennen wir natürlich aus der Torah. Moade, Ele Moade Hashem Ashetikrutam la Moadam. Ja, das wird normalerweise übersetzt mit Festtage. Moed. Moadim le Simcha. Sagt man am Sukkot und am Pesach. Moadim le Simcha. Ja? Aber Moed, wie Rav Shamshon Raphael Hirsch erklärt, in der Torah, auf das Wort Moed. Moed kommt von der Stamm Yud Ein Dalet. Und Yud Ein Dalet, Rav Hirsch sagt, Ein und Het. Ein und Het, wenn man es fardisch aufbricht, richtig. Ein und Halt sind eigentlich dasselbe. Auf jeden Fall können sie miteinander vertauschen. Und dann ist es Yud, Halt, Dalet. Und dann heißt es Yachad. Yachad heißt zusammen. Also Moed ist immer ein Zusammenkommen. Natürlich übersetzen wir das frei Festtage oder Festzeiten. Aber eigentlich ist damit ein Zusammenkommen gemeint. Zusammenkommen von wem? Ein Zusammenkommen von Gott und dem jüdischen Volk. Wie ergibt sich das? Ganz einfach. Wir, im Idealfall, wir bestimmen, wann der Monat beginnt. Der jüdische Monat beginnt aufgrund von Zeugenaussagen, welche nach Jerusalem kommen und sagen, Zeugen sagen, wir haben gesehen, der Mond ist so und so. Und dann, am nächsten Tag, ruft das Beit Din den Monat aus. Also wir bestimmen den Anfang des Monats und damit bestimmen wir auch das Datum von den Festtagen.
Das heißt, wenn Festtag eintritt, ist es ein Treffen von uns mit Gott, im wahrsten Sinn vom Wort. Weil nur durch unser Mittun und natürlich des göttlichen Tuns der Natur, aber das Zusammenwirken von uns und ihm ermöglicht den Moed. Dieses Moed ist ein echtes Treffen. Ist doch interessant. Ja, deshalb sagen wir auch im Kiddush, Baruch Atah Hashem, Mekadesh Yisrael, Ve'azmanim. Mekadesh Yisrael, Ve'azmanim. Gott hat Israel eine Kedusha gegeben, zuerst. Und dadurch, dass Hashem Israel eine Kedusha gegeben hat, kann Israel die Zmanim, die Zeiten, heiligen. Okay? Aber es beginnt mit Israel. Aber das war nur eine Klammer. Zurück zu hier. In Ken, Shaul wartet auf ein Treffen mit Shmuel. 7 Tage. Velo war Shmuel, Hagilgal. Shmuel kommt nicht. Und inzwischen, was geschieht? Entschuldigung. Vayafetz ha'am, me'alav. Vayafetz, das Wort Vayafetz. Kennen Sie? Vayafutsu oivecha. Unefutsotenu kanes. Ja, also, das Wort Vayafetz hat zu tun mit verspreien, mit verspreien, geben Sie ein besseres Wort, ich nehme es gerne an, versprühen oder auf jeden Fall, gemeint ist, das Volk eigentlich zerstreut sich, es fällt ab von Shaul, die haben keine Geduld mehr, die gehen langsam weg, die verbreiten sich, die gehen weg. Okay? Bei Yoma Shaul, nun, was sagt sich Shaul in dieser Situation? Er ist tatsächlich in einer sehr gespannten Lage. Wie lange kann er noch warten, bis Shmuel kommt? Der 7. Tag ist schon angebrochen. Wo ist Shmuel? Was ist los? Die Leute am Schluss bleiben nicht ohne Kämpfer. Yom Shaul, Hagishu Elai Haula, Shlamim, Bayal Haula. Nun gibt er den Befehl, ihm die Opfer zu geben. Und jetzt höre ich mich selber. Jemand hat irgendein Mikrofon aufgemacht, das zubleiben sollte. Entschuldigung. Danke. Und nun bringt er das Opfer dar. Und damit, jetzt kommt im 10. Satz, beinahe wie bei einem wirklich gut verfassten Drehbuch, besser kann es nicht mehr sein, weil Jehike Chalosso Lealota Ola. Und also dann Chalosso vom Wort Vayechal, fertig, beendet. Also beendet hat, das Ola darzubringen. Wehine und siehe da, wer kommt? Shmuel ba. Jetzt kommt gerade Shmuel. Und was macht Shaul? Vayetze Shaul ikratole vacho. Shulam aleichem, Shmuel. Shulam aleichem. Schön, dass du gekommen bist. Wunderbar. Ayoma Shmuel. Ayoma Shmuel. Shmuel irgendwie, sieht man ihn schon von der Ferne, ja? Etwas bei seiner Laune ist nicht so gut. Also, Ayoma Shmuel. Me Asita. Dieses Me Asita werden wir ähnlich, dieses Me werden wir wieder treffen in wenigen Kapiteln. Dort wird es noch verhängnisvoller sein. Aber hier auf jeden Fall. Me Asita. Was hast du gemacht? Wenn Shmuel sagt, was hast du gemacht, dann ist es nicht so positiv. Aber Shaul macht nicht den Anschein, dass er ein schlechtes Gewissen hat, dass er nicht auf ihn gewartet hat. Weil Yomer Shaul Kiraiti Kinafatsam Merlei. Was konnte ich tun? Ich habe gesehen, dass das Volk sich schon das Volk fällt ab und verbreitet sich. Vatalo Vata, du bist nicht gekommen. Lemoeta Yamim, zu der Zeit, die wir bestimmt haben. Uflishtim Nesafim Michmas. Wir haben eine echte Bedrohung, die Plishtim, die sind da schon versammelt in Michmas. Baumar. Und ich habe mir gesagt, wenn jetzt die Plishtim kommen zu mir in Gilgal
und ich habe Gott noch nicht. Und hier, Chemiten, schauen Sie sich das Wort Chemiten an, wie wunderbar. Das ist super, dieses Wortspiel. Vorher hatten wir denselben Wortstamm, Yud Chet Lamed, aber in der, im Paal, mit der Bedeutung, in der Bedeutung von Warten. Ja? Ich möchte kurz zurück. Ich finde das super. Ich habe das erst jetzt beim Lernen mit Ihnen zusammen festgestellt. Und jetzt wird mir noch etwas klar. Ich möchte das schnell herausstechen, herausheben. Schauen Sie mal. Hier haben wir, wir haben hier ein Kriegtief. Ein, wie wird gelesen und wie steht es geschrieben? Okay, also. Und hier haben wir dieses Chiliti. Jetzt gut aufpassen. Ups, was ist jetzt passiert? Ich habe da was Falsches gedrückt. Ah, thank you very much. Moment, gleich habe ich es wieder. Okay, thank you. Gut, schauen Sie sich das mal an. Im 8. Pasuk heißt es, Vayochel erwartete. Aber was steht dort bei dem, das ist das Kri, so liest man es, so punktiert liest man es. Aber das Ktiv ist Vayichel und Vayichel ist der Piel. Und Vayichel heißt eigentlich, er hat gebetet. Das heißt, das Warten von Shaul war ein physisches Warten, aber es war auch ein Erwarten der Yeshua Tashem, der Hilfe von Gott. Und nun sagt er hier im 12. Pasuk, um sich recht zu fertigen, dass er nicht bis ans Ende gewartet hat, was wollen. Er hatte die Geduld nicht bis ans Ende. Sagt er, ich befürchtete, dass die Plishtim schon angreifen. Und ich habe doch Gott, ich habe noch nicht zu Gott gebetet. Was meint er unter Gebet? Er meint das darbringende Opfer. Ich habe die Opfer noch nicht dargebracht. Bei Tapak. Also als erstes habe ich mich, ich habe mich zurückgehalten. Und als zweites, schlussendlich, habe ich dann das Opfer dargebracht. Was wird Schmuel sagen zu dieser Argumentierung? Hat sie ihn überzeugt oder nicht? Das sehen wir im nächsten Pasuk. Bei Yomer Schmuel, El Shaul, ein Wort, das alles sagt. Niskalta. Niskalta. Und das Wort Niskalta bedeutet, du hast eigentlich dich zu einem Sachal gemacht. Und ein Sachal ist halt eben jemand, der nicht so gescheit ist. Ja. Sie könnten es verwechseln mit Seichel. Seichel, wie heißt ja Verstand. Aber Seichel schreibt man Sin. Chav Lamed. Und hier haben wir Samech Chav Lamed. Hört sich zwar beinahe gleich an, ist aber genau das Gegenteil. Sorry. Okay? Niskalta, du hast eine Dummheit gemacht. Und die Dummheit ist hier, dass du nicht gewartet hast, bis ich komme. Du hättest noch warten müssen. Hast schon 7 Tage gewartet, du konntest nicht nur ein paar Stunden warten. Ein paar Minuten. Dort hast du einen großen Fehler gemacht. Und jetzt schauen Sie mal an, wie Schmuel diesen Fehler definiert. Ja, und übrigens, bevor ich das tue, komme ich schnell Ihnen eine Quelle zeigen zu diesem Pasuk. Rashi, auf diesem Pasuk, wo es heißt, Vayomer Schmuel, Measita, Shaul beginnt sich zu rechtfertigen, sagte Rashi, hier habe ich es kleingedruckt, aber ich hoffe, Sie sehen es gut. Rashi sagt, Hallo amarti lecha, ineni yoredelech, leha'alot ha'ola, ani a'aleota veloata. Also ich habe dir doch ausdrücklich gesagt, ich werde runterkommen zum Gilgal, ich werde dieses Ola darbringen. Und ich habe betont, ich, ani e'aleota veloata. Das hört sich an wie so ein Covid. Was hast du mir den Covid weggenommen? Aber es geht hier nicht um Covid. Es geht hier um eine ganz, 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 ganz prinzipielle Frage.
Und zwar um die Frage, ob der Melech Israel versteht, dass es etwas gibt, das über ihm ist. Denn genau da liegt die Herausforderung, da liegt die Gefahr. Wenn Melech Israel ist wie ein Melech von überall, von allen Ländern, dann meint er, ich bin der King, I am the King. Und nichts bindet mich. Wenn aber der Melech Israel versteht, dass über ihm noch etwas ist, eine höhere Autorität, eine höhere Instanz, nämlich Gott, der unter uns zum Ausdruck kommt durch das Wort des Propheten, dann liegt er richtig. Und das ist genau das, was im letzten Kapitel Schmuel dort bei seiner großen Ansprache am Gilgal dem Volk klargelegt hat. Ihr müsst wissen, schlussendlich müsst ihr die Stimme Gottes hören. Sonst wird das Projekt der israelischen Monarchie nicht hinhauen. Es wird nicht hinhauen. Okay? Und deshalb, genau an diesem Punkt jetzt, ist Shaul gescheitert. Er ist gescheitert. Und deshalb sagt ihm Schmuel in diesen Worten, Iskalta. Und die kommenden Worte sind noch viel schärfer. Lo shamarta et mitzvat Hashem Elokecha. Wir kennen so eine Mitzvah nicht von Hashem Elokecha, eine Mitzvah, dass er auf Schmuel warten muss. Wir haben das nirgends gesehen, so eine Mitzvah. Aber er sagt, lo shamarta et mitzvat Hashem Elokecha. Asher tzivcha. Gott hat ihn befohlen. Wo? Ja, in der Tora steht ausdrücklich, im 5. Buch steht es ausdrücklich geschrieben. Der Melech Israel muss immer ein kleines Sefer Torah auf sich haben, beinahe so ein Zwilling. Auf dem Arm muss er ein Sefer Torah mit sich tragen, damit er nie vergisst, dass er schlussendlich der Torah unterworfen und untergeben ist. In allen Ehren der Tatsache, dass er König ist. Diese Mitzvat Hashem hast du vergessen, als du nicht gewartet hast auf mich. So wie ich es dir befohlen habe. Und ich bin der Prophet. Ich bin der Dvar Hashem. Und jetzt kommt ein ganz harter Satz, der eigentlich im Satz Yud Gimel beginnt und Yud Dalet fertig ist. Ki ata echin Hashem et mamlachtecha in Israel ad olam. Also eigentlich a priori hat Gott dein Königtum vorbereitet wie immer. Wer hat da? Aber jetzt, nachdem was du gemacht hast, nach diesem fatalen Fehler, mamlachtecha lotakum, dein Königreich wird nicht bestehen, würde ich das frei übersetzen. Bikesh Hashem lo ishkil vavo. Gott hat einen Menschen gesucht nach seinem Herzen. Also quasi ein Mensch, der komplett auf einer Linie ist mit ihm. Weil jetzt Vehu Hashem l'nagid al amo. Da hat diesen Menschen gemeint, gefunden zu haben in dir und hat ihn befohlen als Nagid, als Melech über sein Volk. Ilo shamarta et asher tzivcha Hashem. Denn du hast das, was Gott befohlen hat, nicht gehalten. Ich kann es auf zwei Arten verstehen. Ich kann verstehen, dass eben nun du nicht der bist, den Gott gesucht hat. Man kann schon verstehen, dass Gott sich eventuell von jemand anderem ausgesucht hat. Vielleicht ist hier zum ersten Mal die erste Andeutung gegeben mit diesem Ishkil Vavo, dass das schon eine Andeutung ist auf David HaMelech, den neuen König, der ernannt wird. Eine vorsichtige Andeutung, eine leichte Andeutung. Eventuell. Ich habe hier eine Erklärung in der Hand. Und David Vikra, laut dieser Erklärung ist es klar, dass damit David HaMelech gemeint ist. Also Gott über den Prophet Schmuel sagt hier schon, Shaul ist erst ein Jahr an der Macht, erst ein Jahr ist er König. Wurde erst gerade erst im letzten Kapitel endlich von Wand zu Wand vom ganzen Volk als König akzeptiert. Er ist noch nicht mal in seiner
ersten, also er hat zwar schon die Auseinandersetzung mit Amon, aber jetzt kommt die Auseinandersetzung mit Pishtim und das ist die Auseinandersetzung. Wir sehen zwar im nächsten Kapitel eine noch wichtigere Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung mit Amalek, im übernächsten Kapitel, Entschuldigung. Aber dennoch, Pishtim ist eine sehr zentrale Angelegenheit. Und schon wird Shaul nicht nur angedeutet, sondern schon klar mitgeteilt. Habibi, Zeu, dein Ende ist schon besiegelt, bevor er so richtig angefangen hat. Ist schon traurig. Aber eben ganz wichtig. Denn wenn das nicht hinhaut, dann haben wir ein Problem. Nicht umsonst ist er heute in Staat Israel, den ich immer wieder anbringen muss, eine riesengroße Spannung, genau um diese Frage, gerade in Bezug auf Sharon, darf man schon sagen, bei dieser Geschichte mit der, wie das genannt wurde, Abkuppelung von Gush Katif vor ca. 9 Jahren oder mehr, genau das war damals das große Dilemma von vielen Leuten, die sagten, Moment, aber wir sind doch ein Staat, der muss nach der Tora leben und das ist doch gegen die Tora und alle diese Dilemmen und müssen wir einen König akzeptieren, der nicht im Sinne der Tora aus ihrer Meinung auf jeden Fall handelt und so weiter. Diese Fragen sind sehr schwierige Fragen, aber sie sind genau die, das sind die Essenzfragen, die wir uns heute tatsächlich stellen dürfen. Es ist ein Privileg, es ist ein Riesenglück, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns solche Fragen zu stellen. Während 2000 Jahren konnten wir uns solche Fragen nicht stellen. Wir hatten gar keine eigene Regierung, wir hatten keinen eigenen Staat. Wir konnten unser Schicksal nicht in die Hand nehmen. Auch wenn wir immer wissen, dass unser Schicksal in den Händen von Gott ist. Aber heute können wir aktive Mitkämpfer sein mit Gott. Das konnten wir nicht wirklich in Galut. Und insofern, sehe ich das Kapitel hier sehr, sehr, sehr aktualisiert. Okay, aber im 15. Satz, wir sind schon beinahe am Ende vom Kapitel, wir sind schon in der Überzeit drin, der war extrem. Kann ich noch schnell etwas fragen? Bitte, 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 das ist sehr wichtig. Ich verstehe nicht, ist das nicht etwas überproportional, die Antwort von Samuel? Irgendwie habe ich etwas verpasst, aber was er gemacht hat, ist, dass er jetzt das Korban dargebracht hat und nicht weiter auf Samuel gewartet hat und das bringt ihm jetzt die Rüge ein, dass er hier über Ziel hinausgeschossen hat. Aber vielleicht konnte ich das etwas noch genauer erläutern, weil ich habe ein bisschen Mühe, aufgrund von der Handlung zu verstehen, warum das jetzt sozusagen das Ende seiner Malchut bedeuten soll in der Zukunft. Erstens mal bin ich voll mit dir einverstanden. Es scheint völlig überproportioniert. Völlig nicht angemessen. Da bin ich mit dir einverstanden. Aber es gibt einen Satz, den wir alle kennen und auf eine bestimmte Art verstehen und vielleicht in dem Kontext hier neu interpretieren müssen, um die Reaktion von Schmuel verstehen zu können. Der Satz heißt 3 Worte. Kol ha-hatralot kashot. Auf Deutsch, tendenziös übersetzt. Ja, liebe Freunde, ich denke, Rav Bruckner hat ein Problem mit seinem Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ja, das war eine kleine Panne. Ich habe die Batterie höher reingeschätzt. Danke, Rav Speaker.
Okay, ja, jemand hat dir schon gesagt, ich höre nichts mehr, aber jetzt hörst du wieder, okay? Bitte positives Feedback geben. I can hear you, yes? Okay, wunderbar. Also, Kol ha'atchalot kashot. Wie gesagt, tendenziös, deutsch übersetzt, alle Anfänge sind hart, sind schwer. Natürlich, wir wissen es, der Anfang ist immer schwer, weil ja, man stellt sich da so vor, man beginnt, es schwer, jeder Anfang ist schwer, man kennt es noch nicht. Das ist, man muss es noch so, man muss sich einleben und so weiter. Ja, schwer, subjektiv. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, diesen Satz zu verstehen. Alle Anfänge sind schwer, kaschot, im Sinn von jede, die kleinste Abweichung, gerade am Anfang, hat schwerwiegende Folgen für die Zukunft. Kol ha'atchalot, kaschot, wenn wir am Anfang schon falsch eingleisen, dann wird es in der Zukunft völlig entgleisen. Okay? Was Schmuel hier erkannt hat, was er wahrgenommen hat, war eine kleine Entgleisung, eine kleine Abweichung. Auf Griff, ja, eine kleine Abweichung. Aber er hat in dieser kleinen Abweichung schon den Keim der großen Entgleisung, die noch kommen wird, gesehen und hat schon voll und ganz darauf reagiert. Er hat gesagt, wenn es jetzt am Anfang schon nicht stimmt, am Anfang müsste man erwarten, dass du Acht gibst, alles richtig zu machen. Und gerade in dieser zentralen und ausschlaggebenden Thematik von König und Prophet, was kommt was zuvor? Gerade hier hättest du gerade am Anfang voll, 100% das Richtige machen müssen. Und du hast schon jetzt das Falsche gemacht. Und deshalb diese Reaktion, wenn im Verhältnis König, Prophet, gerade von Anfang an es nicht stimmt, dann wird es in Zukunft bestimmt auch nicht stimmen, aber es wird viel ein größerer Bumm auf uns zukommen in dieser Domäne und er wird auch kommen. Okay. Also Sascha, das ist meine Antwort. Aber wo war Schmuel? 7 Tage lang der Krieg nach und Schmuel ist irgendwo. Gute Frage. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Das ist eine interessante Frage. Ich könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, nachdem ja die Dinge nicht zufällig sind, wie du richtig annimmst, dass vielleicht Schmuel absichtlich Shaul prüfen wollte. Und deshalb kam er auch ganz selbstsicher dahin und hat ihm schon ganz klar das Urteil hingelegt. Habibi, du hast es nicht geschafft. Schade. So? Okay. Gut, es fehlen uns noch, jetzt sehe ich plötzlich, es hat 23 Probleme in diesem Kapitel. Interessant. Wieso hatte ich denn vorher nur 22? Moment mal, wie kommt das? Ah, voilà, ich habe den 23. Versuch nicht gesehen. Er ist auch so klein. Nun gut, okay. Versuch bleibt Versuch. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde Überzeit und es fehlen uns immer noch 8 Pokémon. Ich will es mal versuchen, ein bisschen so zusammenzufassen, ohne jeden Versuch anzuschauen und Ihnen dann gerne etwas vorzulesen aus der Erklärung vom Radak und damit den Schiur beschließen, mit Ihrer Erlaubnis. Was wir hier noch lesen ist, wir verlassen diese Szene zwischen Shaul und Schmuel, die einen sehr bitteren Nachgeschmack natürlich hinterlässt. Bei Shaul, bei Schmuel, bei uns allen. Und wir kommen zurück zum eigentlichen Geschehen. Shaul und Jonathan, sein Sohn, und die, die noch mit ihnen zusammen sind, die kommen jetzt in Aktion. Die Plishtim organisieren sich in 3 Angriffsarmen und greifen an, während hier noch bemerkt wird im 19. Pasuk, dass
das jüdische Volk also vollkommen unterlegen war den Plishtim, also sowohl im Bereich der Waffen, denn die Plishtim haben es nicht zugelassen, dass Eisen in unseren Händen sei. Man hat nicht mal die zivile Zwecke und Ziele, es haben die Plishtim es uns zugelassen, Eisen zu benutzen. Ja, Stahl war nicht zugelassen, das durften nur sie. Und so kam es denn, dass nur ganz wenige, hier wird beschrieben, nur Shaul und Jonathan, hatten überhaupt einen Schwert zum Kämpfen. Alle anderen jüdischen Soldaten mussten sich wehren mit irgendwelchen Waffen, die keinen Stahl in sich haben, wie zum Beispiel Pfeilbogen oder diese, wie nennt man das, eben so Steinwerfer und alles Mögliche, improvisierte. Also wir waren waffenmäßig den Plishtim total unterlegen und auch zahlenmäßig natürlich. Und dennoch ist das Schlussresultat von diesem Krieg, wie es im nächsten Kapitel dann beschrieben sein wird, aus unserer Sicht sehr positiv. Und wir bringen es fertig, mit Gottes Hilfe die Plishtim in die Flucht zu schlagen. Ich möchte dazu die wunderbare Quelle bringen vom Radak Rabbi David Kimchi, der gelebt hat um die Jahrhundertwende des 13. Jahrhunderts, also Mitte des 13. bis ins 14. Jahrhundert. Und er war einer der größten und wichtigsten Kommentatoren des Tanachs und auch ein ganz, ganz besonders wichtiger Grammatiker der Evrit-Sprache. Und ich habe hier in diesem Text nur einen kleinen Teil von einer sehr langen Erklärung vom Radak herausgeschnitten. Er schreibt, dass dem Pasuk Bacharaslo Imatze, also eben, das hatte keine Eisenwaffen bei uns, schreibt er, Ubamilchama Hazot. Und ich sage die Dinge wieder, gerade jetzt zum Abschluss des heutigen Shiurs, auch wieder im Zusammenhang von den Themen, die jetzt diskutiert werden und an die man jetzt denkt in Bezug auf Sharon. Denn er symbolisiert natürlich die Stärke. Und wie hat gestern der Präsident Israels gesagt, Shimon Peres, als erste Reaktion, er sagt, Sharon hatte eine Stirne von Plada, also eine Stahlstirne, aber auch eine Stirne von Zahav, Zahav shel Tikvot, von Gold, von Hoffnungen. Also eine Mischung von Stahl, von Waffen, von kämpferischem Heldentum und auch von einem goldenen Herz für Frieden. Und das zu vereinen ist nicht immer einfach. Auf jeden Fall, was uns allen ein bisschen fehlt bei unseren heutigen politischen Leaders, das ist natürlich das, was wir jetzt in diesem Abschnitt lesen werden und das hoffen wir, wird auch noch kommen. Ist vielleicht ganz klein auch da. ובמלחמה הזאת לא נמצא חרב וחנית ביד השש מאות אשר נשארו עם שאול. Ja, also in diesem Krieg hat es keine Schwerte gegeben und keine Speere in den Händen dieser 600 Kämpfer, die noch mit Shaul geblieben sind. וביד האלף אשר עם יונתן, und in den Händen von den 1000, die noch mit Jonathan waren. כמו שאמר, wie es dort steht, אשר את שאול ואת יונתן. Also steht ja dort Schwert und Speer mit Shaul und Jonathan. Wo will die Klei sein, Leute? Also die anderen hatten keinen. Aber Hayube Adam Kshatot, Makleyat, Bekleim, Berover und so weiter. Also wie gesagt, in den Händen der anderen Bnei Israel hatte es nur eben Pfeilbogen und so weiter. Berover Giburim, Beanschechain, Beotu Azman, Bechitzimu, Beavanim, Haita Milchamdar. Die meisten von den Helden dieser Zeit haben gekämpft mit Steinen und mit Pfeilen. ואף על פי כן, חיסרון גדול היה אצלם, וטרוץ דיסס גרוסן מנגלס, דבר, נפטר לעניין, כשלא היינו נמצאים אצלם חרבות וחניתות, זה פשוט נישט über שטעל ופן, והיה הסיפור, הנה כי לא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, כי אם ביד שאול ויונתן, אוקיי, משום גזק, תס אלס קם,
להודיע, der unterstrichene Satz, כי לא בחר לך נית יושיע השם, אלא השם לבדו את ישועה. Bekannt zu machen, dass Gott also in dieser Situation so zum Ausdruck kommen, ganz besonders, dass eben unser Sieg im Krieg nicht abhängig ist von unseren Waffen, sondern Hashem Levadoat Yeshua, Hashem Levadoat Yeshua, Gott müssen wir die Yeshua, die Rettung zuschreiben. Ja, okay. Ki Yisrael hayu blocher v'chanit. Israel hatte ja keine richtigen Waffen. V'lo hayu le elef v'shesh meot. Sie waren nur 1600. Ich Uflishtim hayu shloshim elef v'shesh etalafim parashim. Und die Uflishtim waren 30.000 Gepanzerte und 6.000 Reiter. Und dazu noch Am Kachol Bayam, Volk wie das Sand, wie der Sand des Meeres. Vaita Teshua Gedullah Yom Ahu, Atki Nasu Plishtim Israel, die Kum Israel Makar Gedullah. Okay, Radak möchte uns darauf aufmerksam machen. Mit allen militärischen Erfolgen und mit allem Heldentum im jüdischen Volk damals wie heute dürfen wir nie vergessen, dass wir schlussendlich die Rettung Gott zuschreiben müssen. Und deshalb trauen wir um unsere Helden und wir freuen uns, dass wir Helden haben. Ja, beides stimmt und soll auch so sein. Aber wir vergessen doch nicht, für diese Siege Gott zu danken und überhaupt dafür zu danken, dass wir so in einer wunderbaren Zeit leben dürfen, wie wir dürfen. So, und jetzt vor dem Bettmünster, wenn jemand noch etwas bitte fragen, sagen, vorschlagen möchte, ich bin da. Es ist ganz, ganz still. Möchte sich jemand äußern, bevor wir... Ich möchte mich nur bedanken für den guten Schiur. Vielen Dank für den guten Schiur. Ich danke Ihnen, Herr Mutscheid. Sie geben mir immer wieder Lust mit der nächsten Schiur. Und ich muss Ihnen sagen, das bin ich nicht. Das ist der Text. Das Tanach spricht mit uns. Wir müssen es nur lesen. Wir lesen ja eigentlich nur miteinander das Tanach. Und ja, ich bin auch einverstanden mit dem, was hier gesagt wird im Chat, mit der Aktualisierung. Das ist unsere Pflicht, unsere absolute Pflicht. Ich liebe Ihre Reaktionen und ich brauche das auch ein bisschen. Das ist auch ein bisschen normal. Wir sind alle Menschen. Ich danke Ihnen sehr. Also, wir dürfen auch negative, wir dürfen auch kritisieren, denn das ist ja da etwas, das uns weiterbringen kann. Und das ist auch gut, super. War das jetzt wirklich 75 Minuten? Wow, stimmt. Okay, dann wünsche ich allen eine ganz, ganz gute Woche.